Brasilien, Panama und noch mehr wollen jetzt mit El Salvador nachziehen. Was sagst du dazu? Und der heilige Trump sagt, Bitcoin ist ein Scam. Ja, klar, sagt er das. Was soll er mehr an? Was erwartet man auch von einem Ex-Präsidenten der USA? Der muss natürlich den Dollar gut reden. Der muss, die sind so patriotistisch. Der sagt ja auch, der will, da sein Traum war, dass der Dollar die Weltwährung bleibt und der stärkste wird auf der Welt. Das ist typische Gequatsche, was die Amis halt oft machen. Ich weiß es nicht. Ich halte das ein bisschen gefährlich. Weil ich mag immer Dinge etwas kritisch zu betrachten, weil es oft immer so, alles wird so gut dargestellt. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn jetzt solche Länder, und das sind meistens ärmere Länder, die das machen, sagen jetzt, hey, Bitcoin ist unser Zahlungsmittel. Und El Salvador ist halt ein Land, wo eine hohe Kriminalitätsrate ist. Und kriminelle Geschäfte. Es ist verpönt, dass nicht nur Bitcoin, sondern mit Krypto an sich Kriminelle ihre Transaktionen oder ihre Dienste sich mit Kryptos bezahlen lassen. Wir haben schon diesen schlechten Ruf. Wird oft benutzt als als Nachteil für Kryptowährungen halt. Und dadurch wird es oft von der Presse negativ dargestellt. Was werden die westlichen Staaten jetzt machen? Das ist das, was mich stellt, weil die haben immer noch die Macht. Und mit irgendwas musst du diese Bitcoin erstmal einkaufen. Werden die großen Staaten dann sagen, hey, jetzt hauen wir euch Sanktionen raus und was weiß ich, wir machen euch fertig, weil ihr glaubt, ihr könnt euch diesem System entziehen, ich kann mir sogar vorstellen, dass die Amis dann irgendwie mit ihrer Armee da reingehen und sagen, hey, pff, ihr habt Terroristen und all sowas unterstützt damit, die benutzen Kryptos und ihr habt die jetzt unterstützt damit, wir müssen euch jetzt zerbomben. Hört sich jetzt stumpf an, aber hey, in der Vergangenheit haben sie es immer wieder so ähnlich gemacht. Das halte ich halt für einen Punkt, wo ich denke, so hey, kann auch gefährlich werden für diese Länder, wenn die jetzt komplett auf Bitcoin umsteigen. Dass die mächtigen Staaten dann sagen, westlichen Staaten, denen solche Sanktionen raushauen, weil denen das nicht gefällt, dass die aus diesem Fiat-System raus möchten halt. Ne? Ja, sehe ich, kann sehr gefährlich werden. Müssen wir abwarten. Diesen armen Menschen wünsche ich natürlich nichts Schöneres als das, dass die unabhängiger dadurch werden, dass sie Vorteile davon haben. Da wäre ich der Letzte, der da sagt, hey, nee, wünsche ich denen nicht. Aber die meisten, die diesen idealistischen Gedanken haben, die rein an Bitcoin glauben und sagen, es ist nur Bitcoin, die vergessen, dass die Mächtigen, dass denen das egal ist. Denen interessiert das nicht, wie idealistisch Bitcoin ist. Guck mal, von wem wird der meiste Bitcoin gehalten? Von den Reichen. 5%, circa 5% wird von Retail-Investoren, von uns Kleineren gehalten. Da kann Bitcoin doch so dezentral sein, wie es will. Wenn die großen Mächtigen das halten und dumpen, so wie es ihnen lieb ist, damit sie ein bisschen Kohle rauschecken, ja, dann weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich halte da noch nicht, ich bin da noch nicht so auf den Hype aufgesprungen. Ich halte das noch für ziemlich, ziemlich gefährlich in dieser Phase. Die Mächtigen werden einfach nicht zulassen, dass man sich so unabhängig macht.